12. Mai 2020. Eine Gruppe Bewaffneter, verkleidet als Polizisten, stürmt eine Geburtsklinik von Ärzte ohne Grenzen in Kabul. Sie töten schwangere Frauen, die zu schwach sind, sich zu verstecken. Querschläger treffen Neugeborene. Eine Hebamme wird bei lebendigem Leibe verbrannt. Die Bilanz? 25 Tote. Und 13 Babys, die nun ohne Mutter aufwachsen. Niemand bekennt sich zu diesem Anschlag. Die Ermittler verdächtigen den Islamischen Staat. Am Tag nach der Tragödie machen Dutzende Männer sich auf die Suche nach ihren Babys. In der Panik hat man sie auf mehrere Krankenhäuser der Stadt verteilt. Zwei Stunden nach Aminas Geburt töteten die Attentäter ihre Mutter. Die Kleine schlief neben ihr. Drei Kugeln trafen sie ins Bein. Amina ist eine Frau stark in der Geschichte des Islam. J'ai vécu beaucoup de guerres en Afghanistan. On recevait beaucoup des victimes de guerre. Une pathologie comme ça, c'est la première fois que je vois dans ma vie. À la fois c'est très choquant, à la fois un grand challenge pour moi et aussi pour l'équipe. C'était une intervention très compliquée, difficile. Je ne savais pas quoi faire. Les médecins, les chirurgiens, nous n'avons pas beaucoup d'expérience sur ces genres de pathologies dans le monde. Tout simplement, les gens, ils sont pas assez fous de tirer sur les, sur les néonates. C'est terminé. La jambe de la petite, elle est devenue la, le symbole de résistance de Kaboul. Ein brüchiger Widerstand in einem Krieg, der nicht enden will. Seit eine internationale Militärintervention 2001 das Schreckensregime der Taliban stürzte, kämpfen die Gotteskrieger verbissen weiter gegen die afghanische Regierung. Und seit 2015 begeht der Islamische Staat Massaker bis hinein in die Hauptstadt. In Kompany, einem ärmlichen Viertel mit hoher Kriminalitätsrate und vielen Übergriffen der Taliban, wartet Aminas Familie ungeduldig auf ihre Heimkehr. عادی خیشی که لالا دختره که مدینه جان نام خدا بشار است او میفهمه خوره که خودم میشناسه و روز شفاخانه برده بودیم باز از اون بطره چه چیز مادر جشن نمیکنه که تی لالا ما جنگ نکنین که مادر شهید شده خودش هم نمیگه که مادر من میگه مادر میرویس شهید شده که تزیر جنگ نکنین ریا و گریان نبیارین که مادر از این است که مادر شهید شده Der große Tag ist da. Nach zwei Wochen kann Amina das Krankenhaus verlassen. Seit dem Tod ihrer Mutter möchte Vater Rafiullah mehr für seine Kinder da sein und sich um das Baby kümmern. Eine bei seiner Volksgruppe, den Paschtunen, wenig verbreitete Einstellung.
Kindererziehung und Hausarbeiten sind dort Frauensache. Das Haus verlassen Frauen nur selten. Immerhin hatte Rafiullah sich für die Geburt ihrer Tochter eine der sichersten Geburtskliniken des Landes ausgesucht. Auch außerhalb von Kabul liegen Leben und Tod nahe beieinander. Hier in Maidan Shah, der Nachbarprovinz von Wardak, ist der Lärm des Kriegs Alltag. Und die Geburtsklinik liegt keinen Kilometer von der Front entfernt. In diesem Fertigbau hält die Hebamme Hafisa einen Kurs über Gesundheit von Schwangeren und Kleinkindern. Die einander doch so fremden Männer und Frauen sitzen hier nahe beieinander und lauschen einer jungen Frau, die noch nicht einmal ihr Gesicht verdeckt. Eine vor 10 Jahren noch unvorstellbare Szene und ein Zeichen, dass die Einstellung im Land der Paschtunen sich entwickelt. Ziel dieser Schulung ist, mit einigen für Mütter und ihren Babys schädlichen Gewohnheiten aufzuräumen. Die Mütter davon zu überzeugen, zu stillen, das ist schwer in Afghanistan. Stillen gilt als unanständig, besonders auf dem Land. Thank you.
die Schwiegermutter, gefürchtet im afghanischen Heim und in Sachen Modernisierung oft renitenter als Väter und Onkel, wie Orsala. Die Beschwerden ihrer Schwiegertochter irritieren sie. Eine Anästhesie gegen Schmerzen und Wehen gibt es hier nicht. Also greifen die Frauen auf das Tavis zurück. Eine Art Amulett, dem man magische Kräfte zuschreibt. Ein kleiner Stein, eingewickelt in ein Stück Stoff, den man ans Bein bindet. Und wieder kümmert sich die Schwiegermutter als Erste um das Neugeborene. Sie kleidet es ein und wickelt es in dicke Decken. Und endlich sieht auch die Mutter ihr Baby. Auf Hygiene wird im Ruheraum nicht sehr geachtet. Und die Frauen bleiben sich selbst überlassen. Dort ruhen sie sich 6 Stunden aus, höchstens. Dann schickt man sie wieder nach Hause. Nach einer fest verankerten Tradition dürfen sie sich bis 14 Tage nach der Geburt im Intimbereich nicht waschen. In dieser Provinz ist das Risiko für Frauen, bei der Geburt zu sterben, 4-mal höher. Täglich pendeln Hafisa und ihre Kolleginnen zwischen Kabul und Maidan-Schar. Dort fehlt es an qualifiziertem Personal. Aber nach und nach entstehen auch auf dem Land immer mehr Krankenstationen. Fast 70 sind es heute in der Provinz Wardak. Der Zugang für Frauen zu medizinischer Versorgung wird immer besser, auch in den Gebieten der Taliban. Einige Kilometer weiter fahren wir in den Bezirk Chak. Hier haben noch immer die Taliban das Sagen. Sie regieren einen Großteil der Provinz Wardak. This is the front line between the government and the Taliban. After we cross these 2 hills, so that means like we are under Taliban control area. Der Weg ist übersät mit Schlaglöchern von selbstgebastelten Sprengkörpern. Wir haben für dieses Gebiet eine offizielle Genehmigung des Führungsstabs der Taliban. Unterwegs treffen wir unsere Eskorte. Sie bringt uns zum Dorf Sherkana. Wörtlich übersetzt der Löwenplatz. Und zum dortigen Krankenhaus mit der größten Geburtsklinik im Taliban-Gebiet Wardak. In den von ihnen kontrollierten Gebieten installieren die Taliban Marionettengouverneure und eine bunte Auswahl an Lokalpolitikern. Eine echte Schattenregierung also. Mullah Saif Ur Rahman Ahmad ist in der Provinz zuständig für die Gesundheit. Selbst bei intimsten Fragen zum Thema Frauengesundheit vertritt er eine geradezu liberale Position. Die Amarat dakti.
دغه یو مثال د امارات د شان شغه په جامعه کې زنانه او تزررت یو دیدم خلک نو دغه یو ټاپ سوال پر رابطه باندې چې د مخه دی ونیول شي د سین لوړ دی یو دا کم د امارات د شو شخصي موضوعات کې مداخله نه کوي. Unter dem Taliban-Regime der 90er Jahre hatten Frauen keine Rechte. Sie durften noch nicht einmal arbeiten. Doch seit den diesjährigen Friedensverhandlungen in Doha arbeiten die Taliban an ihrer PR. Denn sie wollen wieder an die Macht. Zwar verfügt der Kreissaal über eine Grundausstattung, der Gynäkologe jedoch ist ein Mann. In vielen anderen Kliniken wäre das undenkbar, noch nicht einmal in den Dörfern unter der Kontrolle der Regierung. Anissa ist Krankenpflegerin. Sie ist erst 22. Seit 2 Monaten arbeitet sie hier. Die Kämpfer und Ehemänner der Taliban begleiten ihre Frauen oder ihre versehrten Waffenbrüder. Zu beiden Seiten des Konflikts in Afghanistan ist Mutterschaft die Basis einer traditionellen, an der Familie orientierten Gesellschaft. Und so lastet auf verheirateten Frauen der soziale Druck, Kinder zu gebären. 1 Jahr nach ihrer Hochzeit hatte Zara noch immer keine Kinder. Sie war bei Heilern und Heilkundigen und brachte am Ende ein Mädchen zur Welt. Heute ist es 2 Monate alt. Sie hofft, ihre Familie wird noch größer. Und so erbittet die junge Frau diesmal den Rat eines Mullahs, einem religiösen Würdenträger. Mit ihrem Gebet in der Tasche geht Zara wieder nach Hause, um das zu tun, was ihr der Mullah aufgetragen hat. پیش ملا رفتم امروز برام این چیزا رو داد شویس داد امروی یکیش گفته او انداخته میشه انشالله بخیر دخترک مقبولم جور میشه آلالوی بابا جی شیرین شیرینک مادر خندام نکنه برام آلالو لالو لالو اشلی مادرش لالو Eine andere Art von Zauberei ist am Kaga-See bei Kabul zu finden.
Die magischen Kräfte von Shabana, selbst im fünften Monat schwanger, sind hoch geschätzt. Sie sagt Geburten voraus. Weil sie gegen islamisches Recht verstoßen, sind Wahrsager in Afghanistan eigentlich verboten. Tofa ist 20 und wegen einer drängenden Frage hier. Der Aberglaube ist noch immer weit verbreitet, selbst in der Islamischen Republik Afghanistan. In Kabul hingegen kommt alles so wie von den Ärzten prophezeit. Amina ist nun 5 Monate alt. Sie hat sich von ihren Verletzungen erholt. Die medizinische Versorgung für die Frauen in Afghanistan ist besser denn je zuvor. Denn auf dem Land macht sie Fortschritte, sogar bei den Taliban. Würden die Frontlinien in diesem Krieg nicht die Straßen für Krankenwagen und Rettungsdienste blockieren, könnten die meisten Frauen sogar in den Gesundheitszentren gebären. Es wird Zeit, dass der Krieg in Afghanistan endlich zu Ende geht.